Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einem Spiel, das es so, glaube ich, schon mal vor ein paar Monaten auf meinem Kanal gab. Und zwar zu Shakes and Fidget. Wer sich zurückerinnert, ich hatte damals ja so ein kleines Gewinnspiel, wo es ein paar exklusive Comics hiervon gab. Und ich habe es sogar noch geschafft, sogar Autogrammkarten dazuzulegen, die ich dann extra rumschicken musste. Aber das ist ein anderes Thema, darum geht es heute nicht. Heute geht es um Shakes and Fidget, denn ich hatte schon damals erzählt, dass, obwohl ich das Spiel quasi einfach nur mal angezockt habe und halt dieses Gewinnspiel für meine Zuschauer gemacht habe, ich daran hängen geblieben bin, es hin und wieder im Hintergrund zu spielen, weil sich da einfach gut eignet für, dass man es einfach aufhat und dann hin und wieder was macht. Und so hat sich das jetzt ergeben, dass ich jetzt einfach mal testweise jede Woche hierzu ein einziges Video machen möchte, wo ich euch quasi über meine Updates berichte, was ich so gemacht habe. Denn das Spiel an sich ist ja relativ simpel gehalten. Also ich spiele das jetzt hier als Desktop-Version aus Steam, aber das gibt es auch direkt im Browser. Und ich finde es einfach irgendwie, mir gefällt der Humor damals schon, das habe ich damals schon gesagt und ihr wisst, wenn ich sage, mir gefällt der Humor, dann gefällt mir der Humor und dann wurde ich nicht dafür bezahlt, nur weil oben rechts Produktplatzierung spielt, alles klar, dankeschön. Ich denke, darüber müssen wir nicht reden und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich einfach einmal pro Woche hier reinschaue und ein paar coole Sachen mache. Hey du, kennst du dich hier in der Gegend aus? Ich habe nämlich eine äußerst wichtige Aufträge zu vergeben. Wir kennen das schon, dass man sich dann hier durchklickt, dann ist relevant, wie lange man hierfür brauchen würde und was man dabei rausbekommt. Und ich würde mal sagen, hier bekommen wir in etwa doppelt so lang, ja, kriegen aber auch wesentlich mehr Erfahrung, also nehmen wir den hier. Ja, und dann kann man eben mit den Pilzen, das ist glaube ich der Teil, über die tatsächlich In-App-Purchases, wenn man so will, laufen, kann man dann hier zugucken. Und ja, ich bin noch unterwegs, das weiß ich selber. Solche Sachen gehen natürlich währenddessen nicht, aber auch sowas, ne? Ich nehme jetzt gerade wieder nachts auf. Ich habe mich das letzte Mal schon drüber gefreut, wie hier ein Pokéball und so weiter drin liegt. Wir können ja mal, während wir jetzt 3 Minuten hier auf Trip sind, quasi mal kurz hier reingucken. Wie gesagt, ich werde dann offscreen hier einfach weiter spielen. Das ist eh im Hintergrund auf das Spiel. Also da gibt es überhaupt keinen Grund, warum ich das nicht machen sollte. Und ich bin mal gespannt, weil ich habe zum Beispiel bei Early gesehen, der ist ja schon richtig weit, dass man hier durchaus einiges erreichen kann. Ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt. Also, wir haben hier einen Gürtel, der teuer ist und der tatsächlich vielleicht nicht für unsere Intelligenz so gut ist, aber dafür bessere Rüstung bietet. Wir haben ein Schild, das auf jeden Fall unserem unterlegen ist. Wir haben Schuhe, die unseren nur ganz leicht überlegen sind. Wir haben einen Brustpanzer, der wahrscheinlich einfach mal unserem, ja, brauchen wir gar nicht erst probieren. Wir haben Lederstiefel. Jetzt könnte ich natürlich neue Ware anfordern. Oder ich probiere es mit dem gepanzerten Gürtel, weil der hat es mir eigentlich ganz gut angetan. Und jetzt kann ich den hier wieder verkaufen, richtig? Genau, so funktioniert das. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal hier, Taverne sagt, wir sind auf dem Weg. Und dann kommen diese Bosski. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie es wirklich voll funktioniert, das Spiel. Weil ich das Gefühl habe, dass ich noch richtig in so einem Tutorial drin hänge. So kommt es mir zumindest vor. Laufzeit 3 Tage. Ach, das sind jetzt solche Dinge. Intelligenz Ausdauer 3, Geschick 4, Ausdauer 6. Boah, das ist aber ziemlich mächtig. Und das hier Stärke 5, Geschick 5. Das sind ziemlich krasse Sachen, wenn man sich damit auskennt, denke ich mal. Denn bis jetzt ist es ja auch noch so, dass wir tatsächlich mit unserer Rüstung einfach, ja, voll gut dabei sind. Also ich hatte jetzt bis jetzt noch nicht das Gefühl, dass wir wirklich, übrigens danke an Leute, die mich anschreiben, wenn, dann mache ich hier mal meine eigene Gilde. Das könnte ich mir echt vorstellen. Ja gut, Pilzdealer sind halt die Purchases, ne, von denen ich geredet habe. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich tatsächlich, ich bin auf nicht mal unter den Top 100.000 hier, ich würde mal sagen, hier, los geht's zu Platz 1, ne? Aber wenn ich auch so weit bin, dass ich mir eine Festung bauen kann, wo ich ja hier, wesentlich mehr Geld brauche, als ich aktuell brauche. Und vor allem braucht man ja Stufe 25. Können wir mal kurz in die Nachrichten reingucken, die mir geschickt wurden, ob da irgendjemand Stufe 25 ist. 20, Gildeneinladung, Gildeneinladung 19, Gildeneinladung, die existiert schon gar nicht mehr, die Gilde. Stufe 9, Stufe 11. Die sind aber alle so ein bisschen auf meinem Level, ne? Wenn man hier so nochmal ein bisschen reingeht. Pets kann ich mir eh nicht leisten. 75. Also es kommt mir so vor, als wäre ich mit Stufe, welche Stufe habe ich? 11? Stufe 7 bin ich echt noch ziemlich am Anfang. Also wahrscheinlich bin ich noch ein bisschen in der Schonfrist, wenn man so will. Ja, guck mal hier, der Arsgeier ist halt ein Witz gewesen, ne? Einfach mal auf OK klicken und da ist unser Freund hier wieder zurück. Ich hoffe, du hast ein bisschen Mumm in den Knochen, denn meine Aufträge sind nichts für Schwächlinge. Du bist ein lustiger Troll. Auch hier gucken wir wieder, was wir rausbekommen würden.
Hier kriegt man ein bisschen mehr raus. Vor allem halt die Erfahrung ist es, die mich interessiert. Man sieht es auch zum Beispiel unten in der Abenteuerlist, dass das hier halt wesentlich länger dauert. Du siehst aus wie jemand, der für ein bisschen Geld alles macht. Klingt nicht falsch. Klingt überhaupt nicht falsch. Dort soll es angeblich einen unterirdischen Brunnen geben. Das klingt vielleicht aufregend, ist es aber eigentlich nicht. Gut, dann schweige ich jetzt 3 Minuten. Wenn die Gerüchte stimmen, möchte ich das von dir schriftlich haben. Ich traue dir das eigentlich zu. Ich sehe so aus, als würde ich für Geld alles machen, ja? Aber du traust mir zu, dass ich schon schreiben gelernt habe. Danke, Arschloch. Was sich übrigens auch sehr gut eignet, wenn man nachts spielt, ist, dass man einfach mal Stadtwache macht. Genau das werde ich nämlich machen, denn wir haben jetzt gerade schon 24 Uhr, wenn ich dieses Video aufnehme. Es ist bei mir immer dasselbe. Und da kann man Stadtwache machen und sich quasi über die Nacht was dazu verdienen. Ich zeige das mal kurz. Wir opfern mal einen Pilz. Boah, heftig. Beinahe hätte ich verloren. Wir opfern mal schnell einen Pilz, damit ich das zeigen kann. Denn hier kann man einfach Stadtwache sagen, okay, ich gehe jetzt eh pennen, ne? Bis 10 Uhr. Wir sehen jetzt, da sieht man schön, wie viel Uhr wir eigentlich gerade haben. Dann kann man sich halt einfach was im Hintergrund verdienen. Ich hoffe mal, das skaliert dann später auch noch. Das fände ich cool. Ach ja, ich erinnere mich. Du scheinst ein kluges... Wie war denn das? Komm, wir riskieren mal was, oder? Setzen und los. Ich denke, das ist tatsächlich ein pures Glücksspiel. Boah, wir verzocken gerade unser ganzes Geld, ne? Können wir auch Pilze setzen? Komm, wir probieren das nochmal. Ich kann diese Pilze nicht annehmen, weil sie nicht bei einem seriösen Dealer gekauft wurden. Was sind denn bitte seriös gekaufte Pilze, ey? Ich frage mich echt, wie das hier aufgebaut ist, ob das irgendeinen Zweck hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal wieder genug Geld verzockt. Wir haben wieder denselben Typ. Ist das derselbe wie gerade eben? Sieht nämlich irgendwie derselbe aus, ja. Was ich mir nämlich gerade auch frage, ist tatsächlich, ob die alle gescriptet sind. Oder ob die halt einfach nur total guten Generator quasi am Start haben. Wir machen mal hier was Kleineres, was aber viel Erfahrung gibt, weil ich bin ja momentan wirklich vor allem auf die Erfahrung aus. Habe ich schon mal gesagt, dass ich den Zeichenstil super geil finde? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin vor allem auf die Erfahrung aus, denn die ist es ja letztlich, die dafür sorgt, dass wir schneller leveln. Und ihr seht schon, ne, ich möchte hier schnell hochleveln, denn ich bin sicherlich der geilste Krieger dieser Welt. Man kann sich komplett umändern. Ist ja heftig. Okay, geil. Lassen wir aber erstmal beiseite. Was haben wir denn eigentlich noch alles für Orden? Not bad. Finde ich wirklich not bad. Also wie gesagt, ihr könnt gerne davon halten, was ihr wollt. Aber ich mag das Spiel. Es ist ein gechilltes Spiel, so, weißt du? Es ist was zum Hintergrund zocken. Und ich mag den Humor. Es unterhält mich tatsächlich, obwohl hier nicht viel passiert. So muss man es sagen. Sonst spiele ich immer total viel Action-Spiele und Stuff. Und das hier unterhält mich irgendwie, obwohl trotzdem nichts passiert. So kann man es wahrscheinlich sagen. So, jetzt können wir mal kurz gucken, was das jetzt für uns gebracht hat. Wenn wir nochmal auf den Charakter gehen. Oh ja, ich würde mal sagen, wir spielen in dieser Folge quasi noch, bis wir Level 8 sind. Und dann bis nächste Woche bin ich dann vielleicht schon Level 20 oder so. Gucken wir mal. Jetzt ist gerade 0 Uhr und die Abenteuerlust ist wieder auf 100 gestiegen. Das ist ja voll der Trick. Nicht so laut, es soll hier Spione geben. Also gucken wir mal. Boah, das gibt ja Erfahrung des Todes, das Ding hier. Das ist genau das, was ich brauche. Alles klar. Soll ich eigentlich die Texte, das könnt ihr euch mal entscheiden, immer durchlesen? Weil, wie gesagt, ich kann das nicht einschätzen, ob die prozedural generiert sind oder tatsächlich von Hand geschrieben. Was auf jeden Fall natürlich von Hand gemacht wurde, sind die ganzen Zeichnungen und die wiederholen sich natürlich auch. Also da reden wir gar nicht lange drüber. Ja, jetzt habe ich letztlich noch 2 Minuten. Diese Folgen würden sich natürlich deswegen nicht nur quasi für Updates so eignen, sondern... Ah, der hat jetzt auch neue Ware, guck mal. Sondern... Intelligenz 4, Glück 2... Glück 2, Intelligenz, sondern natürlich auch, um über Dinge zu sprechen. Vielleicht irgendwas, was auch in diese Richtung geht. Müssen wir mal gucken, Waffenladen. Sag mal hier, das ist aber ein bisschen heftiger, dieses Schwert. Meucheldolch des Grobschlächtigen, ich will den haben.
Aber auf der anderen Seite müssen wir auch Geld sparen, damit wir uns eine Festung kaufen können. Oh, ich weiß es nicht, Alter. Das ist echt gerade nicht einfach. Nee. Oder, oh, der macht aber so viel mehr Schaden. Ach komm schon, wir können ja das hier verkaufen. Ja, ich will das Ding haben. So, dafür verkaufen wir jetzt aber das und das. Und das können wir eigentlich auch verkaufen, oder? Ja, vielleicht brauchen wir mal Glück. Das ist klar, weißt du, ich kaufe sowas richtig Teures und dann kommt direkt das nächste dahinterher, was sogar noch mehr Schaden machen kann. Aber meiner ist stabiler, 10 bis 18 ist besser als 6 bis 22, würde ich mal sagen. Helm und Haube, Alter. Alter, da scheiße ich ja auf Intelligenz. Guck dir mal an, was der für einen Rüstungswert hat im Gegensatz zu meinem. Wir geben in dieser Folge echt nur Geld aus, habe ich das Gefühl, ne? Und jetzt kommt natürlich direkt das nächste hinterher. Ich hatte das Gefühl, echt, der will mich verarschen. Aber das ist mir jetzt zu teuer. Da sehe ich gerne von ab. Und auch dieses Holz, hey, sollen wir dieser Folge wirklich so viel Geld aus... Ich mach mal eine Geldausgeber-Folge hier. Vor allem, weil das Zeug natürlich immer besser wird. Ich denke, das ist auch so irgendwie gedacht, dass man sich so Stück für Stück hocharbeitet. So, und jetzt sind wir aber soweit, dass wir mal hier reingucken können. Sollte mir jetzt die Punkte geben, die ich benötige. Oh, und mein Gegner ist tatsächlich gar nicht mal so schwach. Weswegen es wahrscheinlich sogar gut war, sich hier so ein bisschen auszurüsten. Alles klar. Unser Abenteurer ist zur Lust, aber komm schon, wenn ich jetzt auf Charakter gehe, ja, es blinkt. Ich bin Stufe 8, meine Damen und Herren, und damit haben wir das Ziel für die heutige Folge erreicht. Wie gesagt, ich werde das jetzt mal die Woche über aufhalten. Und dann bin ich mal bei Level 8 aktuell. Ja, Anfang Level 8. So, kriegt man hier irgendwo noch coolen Stuff? Irgendwie aktuell nicht. Ich bin mal gespannt, wenn wir uns in einer Woche wiedersehen, was hier dann noch so zu sehen ist. Alles klar. Die hier sammle ich ein, weil ich die irgendwie jedes Mal einsammle. Und dann gehe ich irgendwo hin, komme zurück und dann sind sie wieder da. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Aber, und das muss man ja... Hallo? Und das muss man ja wirklich sagen... Es sind schwebende Kristalle, ja? Ich fände es cool, wenn es schwarze schwebende Kristalle wären. Alles klar. Meine Damen und Herren, Dankeschön fürs Zusehen. Ich gehe jetzt definitiv schlafen. Ich hoffe, ich habe euch ein weiteres Mal einen kleinen Einblick gewährt. Und nächste Woche, also wenn ich nicht Level 15 bin, bin ich enttäuscht, ja? So den Level verdoppeln in einer Woche sollte auf jeden Fall drin sein. Bin mal gespannt. Wir sehen uns. Bis dahin, mach's gut und ciao.